Welches Hilfsmittel verwendet ein Gespensterchen in der Schulaufgabe? Den Spukzettel. Mit der Blockflöte kannst du auch spuken. Und das funktioniert so. Spiele einen Ton mit deiner linken Hand, zum Beispiel das Gespenster-G. Auf dem Griffbild sind das die vier roten Kreise. Die rechte Hand umschließt das Kopfstück mit dem Labium. Das Labium ist die Öffnung an der Flöte, die auf dem Bild ein bisschen wie ein Gespensterchen aussieht, das gerade auf der Seite liegt. Bewege nun die geschlossenen Finger deiner rechten Hand wie den Flügel eines Vogels auf und ab. Oder schnell. Hörst du, wie der Ton bebt? Dieses Beben wird in der Musik Vibrato genannt. Und weil es mit Hilfe des Labiums erzeugt wird, heißt es Labium-Vibrato. Aber aufgepasst! Der rechte Haltedaumen muss sich genau gegenüber der Finger unter dem Labium befinden. Würde der Daumen frei in der Luft herumhängen, so wie es auf der Abbildung zu sehen ist, könntest du dir mit dem Kopfstück an die Zähne klopfen. Und das tut weh. Oh.